Jo, was geht ab? Don John hier aus Frankfurt und heute sprechen wir darüber, wie du aus einem One-Night-Stand, aus einer einmaligen Sache, einen Fuck-Buddy heranzüchten kannst, wie du aus einem einmaligen Sex eine Affäre machen kannst. Und dazu sei gesagt, nur weil du mit der Frau einmal im Bett warst, heißt es noch lange nicht, dass ihr jetzt ab sofort, dass es ein ungeschriebenes Gesetz ist, dass ihr jetzt regelmäßig immer wieder miteinander im Bett landen werdet. Denn manche Frauen sind sich auch unsicher, was das jetzt war und wissen nicht genau, wie es weitergeht. Und sie sind in einer Art, in einer passiven Rolle. Du musst entscheiden, wo es lang geht. Das heißt, wenn du jetzt das Eisen, solange es noch heiß ist, schmiedest und die Front klärst, dann wird sie sich mehr darauf einlassen können, als wenn du es nicht machst. Wenn du jetzt einmal nach dem Sex einfach so wartest und dann irgendwann ihr wieder schreibst, könnte klappen, aber es kann auch nicht klappen. Und ich habe mich gefragt immer, woran das lag. Und es gibt bestimmte Sachen. Also zum einen, die Frau ist dann nach dem Sex in einer Art passiven Rolle. Sie wartet ab, was jetzt geschieht, wie du jetzt weiter verfährst. Und dazu sei gesagt, dass du jetzt eben das Eisen schmieden musst, solange es noch heiß ist. Das heißt, direkt nach dem Sex, noch vor Ort, wenn ihr in der Wohnung seid, machst du ein Sextreffen für die nächsten paar Tage aus. Das heißt, nicht für die nächsten 10, 20 Tage, sondern für die nächsten 3, 4, 5, 6, 7 Tage. Also innerhalb der nächsten Woche. Und also fester Zeit, fester Ort und direkt in deiner Wohnung bzw. in ihrer Wohnung. Das ist das Erste. Das Nächste ist, am Tag darauf oder am gleichen Abend schreibst du dir nochmal eine Nachricht. Hey, Süße, war eine geile Nacht mit dir, war eine geile Zeit. Wünsche dir einen schönen Tag, wünsche dir eine schöne Woche. Und das machst du einfach als Zeichen deines Respekts oder der Anerkennung und einfach, dass du ihr nochmal zeigst, dass es dir auch wirklich gefallen hat. Und so, dass sie sich nicht so nur als Stück Fleisch behandelt fühlt, wenn du ihr schreibst, ey, komm dahin, mach das. Kann auch klappen, aber zeigt so ein bisschen Wertschätzung. Denn wenn du nur einen One-Night-Stand suchst, dann klappt das schon. Aber wenn du auf Dauer erfolgreich mehrere Fuck-Buddies heranzüchten möchtest und dir einen kleinen Harem aufbauen möchtest, ist es wichtig, dass du den Frauen ein bisschen Wertschätzung entgegenbringst, auch wenn es nur um Sex geht. Das heißt jetzt nicht, dass du mit ihr jetzt ins Kino gehen musst, das heißt nicht, dass du mit ihr essen gehen musst oder sonst was. Du kannst mal mit ihr einen Kaffee trinken gehen, aber das solltest du auch nicht zur Gewohnheit werden lassen und natürlich sollte es immer mit Sex enden. Das ist ganz klar, denn das ist deine Intention. Also wir haben jetzt, dass du das zweite Sextreffen direkt vor Ort noch ausmachst, dann, dass du ihr die Nachricht, eine wertschätzende Nachricht schreibst und interessier dich ein bisschen für ihr Leben. Das heißt, wenn sie kommt, frag einfach mal, hey, wie war dein Tag, wie geht's dir? Muss nicht viel sein, du musst jetzt auch wieder nicht eine halbe Stunde mit ihr quatschen, aber einfach so ein bisschen, dass du ihr ein bisschen Interesse zeigst, was sie sonst noch macht. Und der vierte Punkt ist, du musst regelmäßig mit der Frau in der Anfangsphase schlafen. Das heißt, in der Anfangsphase nach dem ersten Sex machst du ruhig öfters mal Treffen innerhalb von kürzeren Zeitintervallen aus und dann später kannst du das auch verlangsamen. Das heißt, erstes Treffen 4-5 Tage später, zweites Treffen wieder 4-5 Tage später das nächste Treffen 7, 8, 9 Tage später. Bei mir ist es so, dass ich meine Fuck-Buddies zwischen 5 und 12 Tagen ungefähr, also schätzungsweise, treffe. Und kommt natürlich darauf an, auch wie viele Fuck-Buddies du hast. Du kannst entweder das so takten, jeden Tag eine andere. Aber wenn du auch nicht so viel Zeit hast, dann musst du halt schauen, wie du das regelst. Aber irgendwann wirst du an ein Limit kommen, weil einfach die Zeit ist begrenzt. Von daher schau mal, wie du das am besten managst. Treffe ich aber auch nicht jeden Tag mit dir oder verbringe nicht zu viel Zeit mit dir, dann wird es automatisch passieren, dass entweder du für sie Gefühle empfinden wirst oder aber was viel wahrscheinlicher ist, die Frau und dass sie sich dann viel mehr einbildet. Deshalb lass ein bisschen Zeit Abstand, lass ein bisschen Zeit vergehen und treffe dich nur zum Sex, aber in der Anfangsphase mach die Sextreffen regelmäßiger aus, also innerhalb von 3 Tagen, 4 Tagen und dann kannst du es, wenn das dann geritzt ist, wenn die Frau auch weiß, was jetzt ihre neue Rolle ist und wie das konkret mit euch auszusehen hat, also dass ihr euch regelmäßig zum Sex trifft, dann können auch mal 10, 12 Tage dazwischen sein und ihr seid immer noch cool wie am Anfang, denn die Frau weiß ganz genau, was Sache ist und die allerwichtigste Sache, die ich noch ganz vergessen habe, was mir jetzt noch einfällt, natürlich, wenn du
ihr Lover bist, wenn du ihr Toyboy bist, dann musst du ihr natürlich guten Sex geben. Es gibt viele Frauen, die haben Freunde und die Freunde können ihnen keinen guten Sex geben. Selbst mir haben das schon Frauen erzählt. Und sie bleiben trotzdem mit ihnen zusammen aus Gewohnheit und weil es ja trotzdem irgendwie schön ist, auch wenn der Sex jetzt nicht der beste ist. Aber wenn du nur mit der Frau Sex haben willst, wenn du sie nur vögeln willst, dann ist ja ganz klar, dass der Sex gut sein muss, denn mehr kannst du ja gar nicht geben. Also das ist jetzt nicht diese Verbindung, diese Beziehung wie zwischen einem Mann und Frau, die zusammen sind. Das heißt, du kannst ihr das schon mal nicht geben. Das Einzige, was du ihr geben kannst, ist der Sex an sich. Das wiederum bedeutet, dass du an deinen Sexqualitäten schleifen musst. Der muss wirklich gut werden. Und wenn du das gemeistert hast, sag ich mal, dann wirst du eine Frau nach der anderen auch an dir binden, weil das ist das beste Mittel überhaupt, um einen Fuckbuddy heranzuzüchten, um regelmäßig mit den gleichen Frauen Sex zu haben, sodass sie immer wieder zu dir kommen oder sich immer wieder mit dir treffen wollen. Du musst den Frauen einfach guten Sex geben. Und sei dir gesagt, wenn die Frauen dir sagen, dass du sehr gut im Bett bist, dass du es drauf hast, das ist wirklich keine Normalität. Also das ist nur meine subjektive Wahrnehmung, aber das, was ich jetzt bisher gehört habe von Frauen, von Männern, ist, dass es nicht normal ist, dass es nicht Standard ist, guten oder sehr guten Sex zu haben. Von daher, wenn du dann diese Rarität besitzt, dann wirst du umso wertvoller und die Frauen werden sich um dich reißen. Ein Buchtipp, den ich dir dann noch empfehlen kann, ist, lese nicht Lob des Sexismus, sondern Sexgott-Methode, eines der wertvollsten Bücher auf meinem Weg zur Meisterschaft, was den Sex an sich betrifft. Ansonsten kannst du auch mal White Tiger Tantra ausprobieren. White Tiger Tantra bedeutet, dass du einfach die Frau zum Abspritzen bringst, und wenn du jetzt an sich im Bett noch nicht so erfahren bist, dass du nicht so über die Penetration guten Sex geben kannst, über die Finger kannst du das immer tun mit der gewissen Technik. Und viele Frauen, nicht alle, aber viele Frauen können abspritzen, und die meisten Frauen haben aber sowas noch gar nicht erlebt. Das heißt, schau dir da ruhig mal was im Internet an, wie du eine Frau zum Abspritzen bringst. Und selbst wenn du jetzt an sich im Bett eben noch nicht so erfahren bist oder ansonsten irgendwie zu schnell gekommen bist, das kannst du immer machen. Du kannst sie zum Abspritzen bringen. Es wird auch nicht immer klappen, aber es liegt nämlich auch an der Frau, wie sehr sie sich öffnen kann, ob sie sich fallen lassen kann. Es ist also nicht nur eine Techniksache, sondern auch eine psychologische Sache. Aber das finden die meisten Frauen ziemlich gut. Schau dir einfach mal ein paar Sachen im Internet dazu an. Du wirst sicherlich schlau werden. Ansonsten schreib mir doch mal rein, wie deine Erfahrung mit Affären war, Fuckbuddies, wie lange die Affären gehalten haben. Was ich noch erwähnen möchte, eine Affäre an sich hält meistens in vielen Fällen, Ausnahmen bestätigen die Regel, nicht länger als ungefähr ein Jahr. Das liegt einfach daran, weil früher oder später die Frauen sind einfach von der Natur aus veranlagt, mehr zu empfinden oder nach mehr zu streben. Sie wollen diese Bindung, sie wollen mehr. Und wenn sie das irgendwann nicht von dir bekommen können, dann werden sie es bei jemand anderem suchen. Auch wenn du ihnen vielleicht den besten Sex geben kannst, wenn du diese Komponente aus der Liebe, der Bindung auslässt, dann wird es einfach schwierig sein, da die Frau auf mehrere Jahre zu binden. Das heißt, entweder du gehst dann später selber, wenn dir so viel an ihr liegt, mit ihr eine Beziehung ein, oder eben nicht. Was auch nicht schlimm ist, wenn sie dann wieder weg ist, denn wenn du den PPHR-Lifestyle, Pimpen, Pumpen, Hustlen, Repeat lebst, dann wirst du sowieso nicht nur eine Frau haben wollen, sondern mehrere Frauen, und wenn dann die eine Frau nicht mehr da ist, dann ist es dir auch egal, weil du einfach die Vielfalt genießt. Abonnieren nicht vergessen, Daumen hoch nicht vergessen, kommentieren nicht vergessen, und wir sehen uns im nächsten Video.